Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Körperforum zu unserer Veranstaltungsreihe Forscherfragen. Mein Name ist Matthias Meyer und ich leite den Bereich Wissenschaft hier in der Körperstiftung. Physik und Politik lautet der Titel des heutigen Abends. Er hätte genauso gut auch lauten können Biologie und Politik und sollte richtigerweise vielleicht lauten Wissenschaft und Politik. Denn es ist das Verhältnis dieser beiden gesellschaftlichen Subsysteme, dem wir heute exemplarisch auf die Spur kommen wollen. Solche Großproblemlagen anzusprechen, bedeutet wohl, wir müssen wieder einmal ganz vorne anfangen, bei Platon nämlich. Bei dem hätte es dann heißen müssen Philosophie und Politik. Denn die Philosophie war es, die sich damals mit etwa den Rationalitätsanmaßungen adelte, wie es heute die Wissenschaften, insbesondere die im Englischen so schön pars pro toto sciences genannten, tun. Die Geschichte ist im Grunde unter dem Titel Philosophenkönige hinlänglich bekannt und auch schnell erzählt. Platons Überzeugung, nachzulesen in der Politeia, war es, dass ein Staat am besten von Philosophen regiert werden sollte, also so Typen wie mir, weil allein sie über die qua ihrer Ausbildung nötige Weisheit und Tugend verfügten. Ich vermute, Sie hier im Saal beschleichen leise Zweifel angesichts der Vorstellung, Angela Merkel hieße in Wirklichkeit Peter Sloterdijk oder Richard David Precht. Und ich beruhige Sie, Sie stehen mit Ihren Zweifeln an diesem Konzept nicht alleine da. Schon Kant beschied die Idee abschlägig mit dem Argument, der Besitz der Macht korrumpiere das Streben nach Wahrheit notwendig. Nun muss man zu Platons Ehrenrettung sagen, dass er mit Philosoph etwas grundsätzlich anderes meinte als den Absolventen eines sechssemestrigen Bachelorstudiengangs. Ihm ging noch Gründlichkeit deutlich vor Schnelligkeit. Kurz gefasst hieß das erst einmal 3 Jahre Leibesertüchtigung, 10 Jahre Fachstudium, 5 weitere Jahre Studium der Dialektik, dann 15 Jahre Praxis im wirklichen Leben und schließlich im Alter von 50 erstes Probejahr im Staatsamt. Darüber könnte man vielleicht dann doch reden. Aber spätestens mit Max Weber in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts neigt man doch eher der Idee zu, Politik sei eine Profession eigener Art und erfordere entsprechende Profis. Wissenschaft ist dagegen, was ihren Einfluss auf Politik anbelangt, grob vereinfacht gesagt, auf eine beratende Rolle reduziert. Und was rät er denn nun, der Physiker, der Biologe oder der Philosoph? Nehmen wir beispielsweise mal einen der renommiertesten Fachvertreter der physikalischen Zunft im 18. Jahrhundert, den Göttinger Georg Christoph Lichtenberg. Regelmäßige Besucher dieser Veranstaltung wissen, ich könnte ihn auch schlicht als einen meiner Hausheiligen bezeichnen. Ich stoße bei ihm auf 2 Typen von Ratschlägen. Einen, der auf einem wie auch immer gesicherten Wissen aufruht und beispielshalber so geht. Das in Kirchen gepredigt wird, macht auf ihnen die Blitzableiter nicht unnötig. Man könnte auch sagen, auch die Blitzableiter auf Parlamenten nicht im Übrigen. Das scheint uns, wenn ich mich hier umsehe, doch sehr plausibel. Denn das Umgekehrte müsste doch von einem sehr waghalsigen Begriff von Gottvertrauen ausgehen. Ein 2. Typ von Ratschlag ist allerdings schon deutlich komplizierter und geht ungefähr so. In einem Lande NN, Zitat Lichtenberg, müssten bei einem Kriege der Regent sowohl als seine Räte, solange der Krieg währt, über einer Pulvertonne schlafen, und zwar in besonderen Zimmern des Schlosses, wo jedermann frei hinsehen kann, um zu beurteilen, ob das Nachtlicht auch jedes Mal brennt. Die Tonne ist nicht allein mit dem Siegel der Volksdeputierten versiegelt, sondern auch mit Riemen an den Fußboden befestigt, die wiedergehörig versiegelt sind. Alle Abend und alle Morgen werden die Siegel untersucht. Man sagt, dass seit der Zeit die Kriege in jenen Gegenden ganz aufgehört hätten. Auf den ersten Blick scheint alles klar. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, ob dies unter den heutigen Bedingungen nicht doch als eine Art Aufrüstungsbeschluss gelesen werden müsste. Sozusagen Pulvertonnenmaximierung als Kriegswahrscheinlichkeitsminimierung. Meine Damen und Herren, Sie merken schon an diesem kleinen Beispiel, warum das Verhältnis ratschlagender Wissenschaft und mal mehr oder weniger ratsuchender Politik kein ganz einfaches ist. Und mit dem in der Wissenschaft ja auf Dauer gestellten Modus des einerseits, aber auch andererseits auch gar kein einfaches sein kann.
Wenn der Kasus also prinzipiell nicht mit einem Federstrich aufgelöst werden kann, jedenfalls nicht ohne aus einer Einleitung einen DFG-Sonderforschungsbereich oder gar Akademieprojekt zu machen und damit die Gattung der Einleitung grandios à la mode der Wissenschaft zu verfehlen, die auch immer gern viel mehr erzählt und redet, als man eigentlich wissen will, dann hilft nur noch eins. Wir müssen uns der Sache exemplarisch nähern. Das Schwierige am Exemplarischen allerdings ist ja leider das Exemplar selbst. Alles hängt davon ab, dass man wirklich ein exemplarisches Exemplar findet. Und das, meine Damen und Herren, ist der Moment, wo wir uns auch mal selbst loben dürfen. Denn hätten wir uns von der guten Fee einfach wünschen dürfen, wer heute Abend zu Gast sein soll, es wäre genau dieser gewesen. Und wie schön und beruhigend, es ging ganz ohne Fee. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Warum Ernst Ulrich von Weizsäcker sozusagen vielleicht das exemplarischste aller Exemplare für eine erfolgversprechende Behandlung des Themas Wissenschaft und Politik ist, wird Ihnen hoffentlich in den nächsten 90 Minuten deutlich werden. Klar ist, er ist wie kaum jemand in beiden Welten zu Hause. Ich beschränke mich erst einmal auf die politische Seite. Seit 1966 Mitglied der SPD, erst bei den Jusos, dann mehrfach im Landesvorstand in Baden-Württemberg. Von 1998 bis 2005 dann Mitglied des Deutschen Bundestages, dort unter anderem Vorsitzender des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und Vorsitzender der Enquetekommission Globalisierung der Weltwirtschaft, Co-Präsident des Club of Rome, Co-Vorsitzender der International Resource Panel des UN-Umweltprogramms UNEP. Ich höre jetzt einfach mal auf. Nicht zuletzt, weil ich einem zweiten seltenen Exemplar eine Chance lassen will. Meine Damen und Herren, Sie wissen, von wem ich spreche. Dem Musterbeispiel für das verständliche Vermitteln komplizierter Zusammenhänge, dem Exemplum Exzellenz gewandter Gesprächsverwicklung und wenn nicht hier Gastgeber, gelegentlich auch geo-international Gesamtverantwortlicher und jetzt gehen mir die Gs langsam aus, Martin Meister. Meine Damen und Herren, zum Schluss kehre ich noch einmal zu Max Weber zurück. Sachliche Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und ein distanziertes Augenmaß waren für ihn die drei vordringlichsten Eigenschaften des Berufspolitikers. Das, meine Damen und Herren, kann ich nur unterschreiben und betonen, dass es auch nicht die schlechtesten Schlüsselkompetenzen sind zur Bewältigung des anschließenden Umtrunks, zu dem ich Sie jetzt schon herzlich einlade. Jetzt aber bin ich erst einmal gespannt zu erfahren, welche Rolle diese drei Dinge im Leben und Handeln Ernst Ulrichs von Weizsäckers spielen oder gespielt haben bis anhin. Die Bühne gehört Ihnen. Vielen Dank und einen einsichtsreichen und vergnüglichen Abend. Guten Abend auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ebenfalls herzlich, freue mich natürlich, dass Sie in sehr großer Zahl heute Abend ins Körperforum Kehr wieder 12 gekommen sind. Und ich begrüße natürlich nicht nur Sie, sondern ganz besonders auch Sie, Herr Professor von Weizsäcker. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier auf der Bühne zu haben. Und bevor ich mit meinen Fragekärtchen anfange, für die ich glaube ich allmählich schon berühmt bin, erteile ich Ihnen sofort das Wort, denn Sie hatten darum gebeten, es geht um Lichtenberg. Ja, also ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass Sie für Lichtenberg für Sie einer der Heiligen ist. Das Einzige, was ich mich erinnere davon, ist sehr viel weniger tiefsinnig als das, was Sie gesagt haben. Er spricht davon einem Zeitgenossen, der hatte seinen Homer so gut gelesen, dass immer wenn er las, wenn da stand, angenommen, er las Agamemnon. Also, das heißt, also manchmal gibt es auch Missverständnisse der harmlosen Natur. Das ist wahr. Ich hoffe, wir werden uns heute Abend gut verstehen, aber ich bin eigentlich schon jetzt davon überzeugt. Ich möchte gerne biografisch mit Ihnen einsteigen. Ich begrüße Sie ja hier in einer Stadt, wo Ihre Alma Mater steht. Sie haben hier studiert. Sie sind in Zürich geboren, haben in Göttingen Abitur gemacht und dann in Hamburg studiert. Chemie
und Physik. Und dort hier in Hamburg auch Ihr Physikdiplom erworben, erhalten. Warum haben Sie sich auf diesen Weg in die Physik begeben? Sie sehen ja hier viele junge Leute auch. Wie kam diese Entscheidung bei Ihnen zustande? Weil ich Biologe werden wollte. Und dann kam zu meinem verehrten Vater, Karl Friedrich von Weizsäcker, der hier Professor war, aber damals lebten wir noch in Göttingen, ein damals recht berühmter Physiker namens Leo Szilard. Und ich war kurz vor dem Abitur, da fragte er mich, was willst du denn nachher machen? Der konnte sehr gut Deutsch und ich konnte schlecht Englisch. Und dann sagte ich, ja, ich will Biologe werden. Dann sagte er, dann darfst du natürlich nicht Biologie studieren. Mhm. Denn das, was man heute in der Biologie lehrt und lernt, ist von gestern. Du kannst Medizin studieren oder Chemie oder Physik oder auch Mathematik, aber nicht Biologie. Und dann habe ich Chemie probiert. Das konnte ich nicht. Ich konnte diese Analysen nicht richtig. Und dann bin ich auf Physik umgesattelt, weil es leichter war. Sie haben aber nicht von vornherein dieses Ziel Physik gehabt. Ihr Vater war ja Physiker. Nein, nein, eben, das wäre eine absolute Kontraindikation gewesen. Ja, Sie wollten davon eigentlich abweichen. Ja. Aber irgendwie hat das ja dann doch geschafft, Ihr Vater. Dann muss ich noch was erzählen. Dann gab es ein Seminar für Quantentheorie hier, das war Professor Teucher. Und da war die Quantentheorie längere Zeit nicht gelesen worden. Und dann wurden ganz in der allerersten Stunde Referate verteilt. Ich habe mich sofort fürs Erste gemeldet, weil ich dachte, das ist das Einfachste. Und dann sagte Herr Teucher, Quantentheorie des Alpha-Zerfalls, das ist aber schwierig. Mhm. Hört sich so an. Ja. Und dann sagte er, ja, ich nehme an, die nächsten Referate sind noch viel schwieriger. Dann sagte er, da können Sie recht haben, aber es ist wirklich schwierig, trauen Sie sich das zu? Dann sagte ich, nein, aber das andere noch weniger. Und dann sagt er, na gut, dann notiere ich das mal. Wie ist denn Ihr Name? Dann sagte ich, Weizsäcker. Dann sagt er, ach, na dann. Mhm. Also, Physik ist absolut nicht vererblich. Mhm. Und es ist mir furchtbar schwer gefallen, aber es ist irgendwie dann doch noch hingehauen. Und Sie sind ja Ihrem ursprünglichen Ziel treu geblieben. Sie haben ja dann doch promoviert in Biologie in Freiburg. Ja. Sie haben promoviert über das Formensehen der Bienen. Und warum Sie in die Biologie übergewechselt sind, haben Sie uns ja jetzt schon einsichtig gemacht. Mir scheint, dass beim Formensehen der Bienen auch Physik eine gewisse Rolle spielt. Also das war schon ein interdisziplinäres Programm. Ja, aber ich musste die dressieren. Also wie so ein Flohzirkus. Also disziplinär. Ja gut, Disziplin war erforderlich für die Bienen, verstehe. Ich gehe mal weiter die Station Ihres Lebenslaufes durch. 1972 hat Sie dann der Ruf an die Gesamthochschule, Universität Gesamthochschule Essen ereilt. Sie wurden ordentlicher Professor für Biologie. Nur 3 Jahre später dann aber bereits Präsident der Universität Kassel. Dann haben Sie, ich kürze das jetzt mal ab, 2 internationale Stationen absolviert, um schließlich 1991 Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie zu werden. Dieses Institut, das bezeichnet sich, und ich nehme an, das geht auf Sie zurück, als transdisziplinär. Was ist denn jetzt damit wieder gemeint? Als das Institut so etwa 1 Jahr alt war, kam mal eine Landtagsdelegation aus Düsseldorf. Und immerhin musste der Landtag immer das Budget genehmigen, die Grundfinanzierung war ganz furchtbar wichtig. Und dann fragte der Vorsitzende, sagen Sie mal, Herr von Weizsäcker, was haben Sie denn hier für Disziplinen? Da bekam ich eine ganz rote Birne und sagte, Herr Abgeordneter, das weiß ich nicht. Wir stellen die Leute nicht nach Disziplinen ein, sondern sie müssen hungrig sein, sie müssen gut sein, aber welche Disziplin ist doch vollkommen egal. Und also beinahe hätten die damals die Grundfinanzierung abgeschafft. Das war auch eine riskante Antwort, würde ich sagen. Ja, eine ehrliche.
Warum? Ich wusste schon, es gibt da also Juristen und wir hatten sogar einen Mediziner und Biologen und Ökonomen und Psychologen, ich weiß was alles. Aber die sind nicht wegen ihrer Disziplin eingestellt worden. Mhm. Sondern zum Beispiel war einer, der war ein richtig fabelhafter Energieeffizienzexperte. Ich meine, mehrere nachher. Der war, glaube ich, Architekt. Schön. Mhm. Er hätte genauso gut Physiker oder Elektrotechniker oder irgendwas sein können. Die Disziplinbesessenheit ist das Problem und nicht die Lösung. Mhm. Mhm. Ja, dafür, glaube ich, stehen Sie wirklich mit diesem Institut, stand, wenn ich das richtig sehe, auch Ihr Vater bereits. Also da lebt auch ein väterliches Erbe fort. Ja, aber er war wirklich ein guter Fachwissenschaftler, ich nicht. Aber hat er nicht auch für die Einheit von Physik und Philosophie sich verwendet? Ja, ich meine, er hat seine Disziplin dann ausgeweitet und ist über die Grenzen weit rüber. Mhm. Aber er war vorher... Er hat im Alter von, ich weiß nicht was, 25 Jahren das Lehrbuch über die Atomkerne geschrieben. Mhm. Das macht mal einer nach. Also ich nicht. Der war wirklich ein hervorragender Fachwissenschaftler. Sie? Aber die Probleme, die ihn interessiert haben, waren nicht in erster Linie disziplinär. Mhm. Und das ist bei mir noch viel mehr so. Das kann man an Ihrem weiteren Lebensverlauf sehen. Sie haben die Kreise ja geweitet und geweitet. Herr Mayer hat es bereits angesprochen, die verschiedenen politischen Stationen. Sie waren 1998 bis 2005 Mitglied des Bundestages in den beiden rot-grünen Legislaturen. Dann sind Sie wiederum in die Wissenschaft gegangen, waren Dekan der kalifornischen Umwelthochschule in Santa Barbara. Und jetzt haben Sie eben diese Ämter bei der UN, also bei diesem Beratungsgremium International Panel for Sustainable Resource Management. In das bin ich berufen worden als Amerikaner, weil ich in Kalifornien war. Die brauchten jemanden aus Amerika, der sich wirklich für Ressourcen interessiert, und zwar Ressourceneffizienz. Normalerweise ist, wenn die Amerikaner Ressourcen hören, das ist... Cornucopian Views, das gibt es ohne Ende. Man muss nur baggern und rausholen und verschiffen und raffinieren, dann hat man sie. Mhm. Gut, und da hat man also dann schließlich einen Deutschen gefunden in Amerika, der Sand werden konnte. Aber ich will noch was erzählen, böse Sortise über disziplinäre und vor allem mathematisierte Denkweise. Also im Moment muss ja alles immer in Mathematik eingekleidet werden, damit es publiziert werden kann in den sogenannten Peer-Review-Zeitschriften. Meine Aufgabe, meine dienstliche Aufgabe als Leiter der Kalifornischen Umwelthochschule war unter anderem, dass ich alle Publikationen von meiner Fakultät las und ein schriftliches Gutachten darüber machte. Das war dann nachher wichtig für die sogenannte Tenure, also die Festanstellung. Gut, und waren zum Teil ziemlich langweilige Publikationen, alle disziplinär. Und dann war eine, The Greening of the Electrical Utilities. Da dachte ich, oh, das ist aber spannend. Die Ökologisierung der Stromkonzerne, das will ich unbedingt lesen. Und dann, viel Mathematik. Und schließlich kam ich auf die zentrale These. Je höher der Kohlenstoffanteil im Stromangebot eines Stromkonzerns, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass er erneuerbare Energien einsetzt. Hm. Ja. Und dann eine Kathedrale von Mathematik und Statistik, um diese These zu beweisen. Und es ist ihm gelungen. Und damit ist er in das Highest Impact American Journal of Management oder irgendwas gekommen. Mhm. Das kann nicht am Inhalt gelegen haben, denn da war keiner. Es kann nur an der Mathematik, der Mathematisierung, der Trivialität gewesen sein. Das ist heute wissenschaftliche Exzellenz.
Ich hoffe nicht nur, und ich hoffe, dass die Mathematik nicht nur für triviale Dinge eingesetzt wird. Manchmal ist sie nützlich, habe ich hier gehört. Es sind auch Mathematiker im Raum, weiß ich. Also die haben es dann hoffentlich registriert. Ich möchte noch schnell den Biografieteil beenden, denn man muss ja wissen, dass Sie in diesem Jahr 75 Jahre geworden sind, wurde groß gefeiert. Wir gratulieren Ihnen ganz nachträglich dazu. Sie leben in Emmendingen bei Freiburg. Freiburg ist Ihr Bezugspunkt geblieben. Sie haben 5 Kinder. Ihre Frau Christine von Weizsäcker, tja, die haben Sie nun aber nicht interdisziplinär gefunden, denn die ist auch Biologin. Da sind Sie beim gleichen Fach geblieben. Allerdings bewegt die sich auch weit über das Fach hinaus, wenn ich da richtig informiert bin. Ulrike, du kennst dann auch die Christine. Ja? Eben. Wir haben nämlich auch zusammen in Freiburg studiert. Na ja. Also, aber Christine ist im Moment in Korea bei den Vertragsverhandlungen. Ich hoffe, Süd oder Nord? Na, dann wohl Süd. Korea. Ja. Vertragsverhandlungen der UNO-Konvention über biologische Vielfalt. Ja. Also was macht die? Also ich hatte gedacht, die ist erst im Oktober. Sind Sie ganz sicher, dass sie? Aber na gut, das sind wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich Vorgespräche. Sie haben völlig recht. Am Anfang ist noch eine Woche die erste Vertragsstaatenkonferenz über das sogenannte Nagoya-Protokoll. Mhm. Also, da will ich auch noch was erzählen. Aber nicht so viel noch. Also ja gut, aber nein, nein, Sie haben ja recht, Sie sind dran. Also was ich sage, ist immer irgendwo auch inhaltlich. aber, also, ich war vor 1-2 Jahren oder so in einer Runde etwa so groß wie hier, wo die Biotechnologie Baden-Württembergs versammelt war. Biotechnologie. Da fragte ich die Leute am Anfang in der Runde, wer von Ihnen kennt das Kyoto-Protokoll? Haben alle Hand aufgestreckt. Wer von Ihnen kennt das Nagoya-Protokoll? Einer. Ja, ungefähr so. Wer von Ihnen kennt das Cartagena-Protokoll? Genau der gleiche, nochmal. Dann habe ich gesagt, Schande über Sie. Das, was euch angeht als Biotechnologen, das Nagoya-Protokoll und das Cartagena-Protokoll, kennt ihr nicht. Und das Kyoto-Protokoll kennt ihr nur aus den Zeitungen. Das heißt also, das, was uns wirklich was angeht, das Nagoya-Protokoll ist das Anti-Biopiraterie-Protokoll. Also, dass es nicht mehr einfach erlaubt ist, in die Wälder zu ziehen, die Heilstoffe, Wirkstoffe rauszuziehen und dann das Ganze zu patentieren und dann die Länder, die nachher die Medikamente kaufen, zur Kasse zu bitten. Nein, die sollen eine Kompensation dafür kriegen, dass sie dafür sorgen, dass die Wälder nicht vorher kaputt gegangen sind. Das ist der Kern. Übrigens ist eine der Säulen des Biodiversitätskonvention. Und die US-Amerikaner haben das immer sabotiert. Mhm. Die sind auch aus genau diesem Grund nie Vertragsstaat geworden und haben das so lange herausgezögert, dass es also ungefähr 18 Jahre dauerte von der Verabschiedung der Konvention bis zur Verabschiedung oder bis zum Beschluss über das Protokoll. Soweit ich weiß, gibt es 3 Staaten, die das Biodiversitätsabkommen nicht ratifiziert haben. Neben den USA sind das noch Nordkorea und der Vatikan. Richtig. Das ist eine illustre Runde, in der sich, aber vielleicht halten wir mal fest, es gibt nach der großen Rio-Konferenz, von denen viele hier wahrscheinlich gehört haben, 1992, die beiden Rahmenkonventionen, die Klimarahmenkonvention und die Konvention über die biologische Vielfalt und dieses Plädoyer, die 2. Konvention auch zur Kenntnis zu nehmen, das haben Sie gerade gehört. Ich würde aber gerne... Ich meine, das ist doch schon immerhin mittendrin in Biologie und Politik, oder? Ja. Ja, ich möchte, wissen Sie, ich will eigentlich nur auf Ihr Buch hier zu sprechen kommen. Wissen Sie, das ist doch wahrscheinlich auch in Ihrem Sinne. Und nehmen wir aber den Weg über die Politik dahin. Sie haben mir am Telefon gesagt, Herr Meister, man braucht nur eine Viertel Kilowattstunde, um 10 Kilogramm von der Meeresoberfläche auf den Mount Everest zu heben. Stimmt. Wir trauen der Physik nichts zu. Zunächst, wie funktioniert das mit der Wir trauen der Kilowattstunde nichts zu.
wir trauen der Kilowattstunde nichts zu. Dann sagen also, Sie doch vielleicht gleich, wie funktioniert das mit dem 10 Kilo? Wenn ich meine Studenten in Kalifornien gefragt habe, also ihr stellt euch einen 10-Liter-Eimer Wasser vor und den solltet ihr auf den Mount Everest hochheben. Wie viele Kilowattstunden braucht ihr da? Und da kamen immer so Antworten zwischen 500 und 1000. Und dann habe ich gesagt, nee, weniger. Dann sind sie auf 200 runter. So, nee, weniger. Und schließlich sind wir gelandet bei einer Viertel Kilowattstunde. Die dachten alle, ich spinne. Aber das ist die physikalische Antwort. Denn eine Wattsekunde ist ein Newtonmeter, ist ein Joule. Und ein Newtonmeter, also ein Meter hoch, ein Kilo schwer. Und eine Kilowattstunde hat 3,6 Millionen Wattsekunden. Das ist nun ganz einfach. So, jetzt rechnen wir alles aus. Das heißt also, diese Fehleinschätzung um so etwas wie einen Faktor 1000 ist die Basis des der populären Vorstellung von Energiebedarf. Eine tausendfache Fehleinschätzung. In anderen Worten, wenn Sie irgendwo in den Zeitungen oder in der Industrie irgendetwas hören über Energiebedarf, können Sie davon ausgehen, dass die Grundannahmen, die zu diesem Energiebedarf geführt haben, prinzipiell falsch sind. Um einen riesigen Faktor zu hoch. Wie kommt das, dass die prinzipiell falsch sind? Weil wir in einer Verschwendungswirtschaft leben. Wir verschwenden die Kilowattstunden ohne Ende und jammern immer, sie seien zu teuer. Das gehört doch zum deutschen täglichen Frühstücksgebet. Verstehe ich jetzt Ihr Gleichnis richtig? Sie wollen damit sagen, das ist eigentlich wahnsinnig viel Energie. Schon ein Viertel Kilowattstunde ist sehr, sehr viel. Und wir verschwenden das bedenkenlos und rattern noch viel größere Beträge durch. Wie das allerdings überhaupt funktioniert mit den 10 Kilo und der Viertel, nimmt man da ganz viele Flaschenzüge? Erstens ist natürlich zuzugeben, da gibt es Transaktionskosten der verschiedensten Art. Und in Wirklichkeit, wenn ein Bergsteiger darauf kommt, dann braucht er viel mehr. Aber mit einem idealen Seilzugsystem und so weiter können wir das hinkriegen. Da sage ich jetzt mal wieder typisch Physiker, die nehmen immer den Idealfall, den abstrakten Fall. Nee. Und dann so kommen, ist das nicht. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, die Mühen der Ebene, aber das Bild stimmt. Der Idealfall ist ein Faktor 1000. Aber ich verlange nur einen Faktor 5. Stimmt. Wir kommen gleich auf den Faktor 5 zu sprechen. Das ist absolut Realpolitik. Ich möchte trotzdem noch den Umweg über den Bundestag mit Ihnen nehmen, weil das passt natürlich nun ideal zu unserem Titel, den wir hier der Veranstaltung ja auch gegeben haben, Physik und Politik. Der Bundestag, der ist voller Juristen, Verwaltungsfachleute, Lehrer, aber Naturwissenschaftler, die kann man da mit der Lupe suchen. Ein Fall, der springt uns natürlich allen sofort ins Auge, das ist Angela Merkel. Man dürfte auch Oscar Lafontaine nennen. Richtig. Auch Physiker. Schauen Sie, dass ich den nicht gleich noch mit erwähnt habe. Er ist ja im Moment nicht mehr so im Fokus. Frau Merkel, seit 24 Jahren im Bundestag. Davor war sie am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften in Ost-Berlin. Und man sagt ja immer so, ja, sie hat so diesen Stil einer Naturwissenschaftlerin, als promovierte Physikerin, sie analysiert, sie wägt ab. Würden Sie das auch so sehen? Ist das so? Ist Ihre Wahrnehmung von unserer Bundeskanzlerin auch so? Meine Wahrnehmung von Angela Merkel ist positiv. Als ich da nach Amerika kam, da fragte mich irgendjemand, who is Miss Merkel? Und dann sagte ich, ich sage es jetzt nicht auf Englisch, also wir hatten jetzt die letzten drei Kanzler, Kohl, Schröder, Merkel. Wenn Kohl oder Schröder ein Problem vorgelegt bekamen, war ihre erste instinktive Assoziation, wo sind die politischen Kohorten, um das Problem durchzupeitschen. Mhm. Bei Angela Merkel ist die erste Reaktion, was ist die Natur des Problems? Und dann ist sie durchaus Politikerin. Und das habe ich sehr an ihr geschätzt. Ich kenne sie auch persönlich ganz gut. Mhm. Ich bin Sozialdemokrat, aber trotzdem. Sie hat eigentlich Neugier in Bezug auf die
Art des Problems. Und das ist, würden Sie schon sagen, ein naturwissenschaftlicher Zugang. In der Naturwissenschaft vollkommen unvermeidliche Erziehung. Als Sie im Bundestag waren, hatten Sie da das Gefühl, dass Ihr Stil, der scheint mir nämlich ganz ähnlich zu sein, wie der, den Sie gerade für Angela Merkel beschrieben haben, dass also Ihr Stil ein bisschen fremd ist in dieser Umgebung, dass der anders ist als der vieler anderer Politiker? Ja, aber weder Frau Dr. Merkel noch ich haben darunter gelitten. Ich habe nicht den Eindruck, wie Sie das so. Aber Sie waren schon ein bisschen alleine da mit dieser Art. Ja, natürlich. Die anderen dachten, ich bin Spinner. Aber das ist nicht so schlimm. Das kann man aushalten. Und im Übrigen haben wir dann doch immerhin in diesen zwei Legislaturperioden einiges geändert, was vorher ewige Zeiten geschlafen hat. Ich war da immer nur minimal beteiligt. Aber ich würde sagen, rückblickend auf der umweltpolitischen Seite, das erneuerbare Energiengesetz, die ökologische Steuerreform und noch viele andere nicht so bekannte Sachen, haben wir durchgesetzt. Wir haben endlich das Bundesnaturschutzgesetz novelliert gehabt. Mhm. Das war bis dahin ein Agrarförderungsgesetz beinahe und ist dann endlich novelliert worden. Und da waren wir natürlich als Umweltausschuss beteiligt. Und dann die Agenda 2010. Davor war es Konsens in allen Wirtschaftszeitungen der Welt und in den Wirtschaftszirkeln aller Welt, dass Deutschland ein vergangenes Land ist, ein Absteiger, mit dem man überhaupt nicht mehr zu rechnen braucht, weil es ist vollkommen hoffnungslos. Und 2-3 Jahre nach der Agenda 2010 ist Deutschland plötzlich wieder der leuchtende Stern geworden. Und würden Sie sagen, dass eine naturwissenschaftliche Haltung, zum Beispiel Ihre, dafür besonders förderlich war? Nein, das glaube ich nicht. Das war reine Beurteilung der Situation der Wirtschaft. Und also ich habe vor 2-3 Jahren einen Artikel in Time Magazine gelesen, How Germany became the China of Europe. Und wenn man weiß, dass die Amerikaner alle anderen Länder verachten, außer China, weiß man, das ist ein ganz ungewöhnliches Lob. Nehmen wir es mal als solches an. Ja, es war wirklich, was da drin stand in dem Artikel, war alles sehr, sehr positiv. Da stand unter anderem natürlich die Agenda 2010. Dann stand auch drin, das finde ich auch wichtig, das hat nichts mit Naturwissenschaft zu tun eigentlich, dass es in Deutschland noch so viele Familienbetriebe gibt, die völlig selbstverständlich nicht an die Vierteljahresabschlüsse denken, sondern daran, dass das Unternehmen weiterdauert, dass man es an eine nächste Generation weitergeben kann. Und dann war die ökologische Steuerreform und das EEG auch als Positivbeispiele für ein blühendes Deutschland drin. Wir kommen gleich nochmal auf die ökologische Steuerreform zu sprechen, nämlich in Verbindung mit Ihrem Buch. Jetzt als Letztes noch zum Bundestag. Der Anton Hofreiter ist promovierter Biologe, Fraktionsvorsitzender der Grünen, der sagt, dass es so wenige Naturwissenschaftler im Deutschen Bundestag gibt, hängt damit zusammen, dass man immer damit rechnen muss, nach 1-2 Legislaturen wieder raus zu sein. Und dann kann man nicht zurückkehren. In den Wissenschaftsbetrieb jedenfalls nicht. Nicht so leicht, wie zum Beispiel, wenn man aus dem öffentlichen Dienst kommt. Ist das ein systematischer Fehler oder ein systematisches Problem? Sehen Sie das auch so? Ist deswegen das so einseitig? Das mag ein Argument sein, aber es ist absolut nicht zwingend. Professor Pinkwart war für die FDP im Deutschen Bundestag, ich weiß gar nicht, ob er Naturwissenschaftler war, ich glaube eher Ingenieur. Und dann wurde er Minister in Nordrhein-Westfalen und dann war das zu Ende und jetzt ist er wieder im akademischen Bereich in leitender Stellung. Mhm. Und ich hatte danach immerhin eine der
angesehensten Stellen in der akademischen Welt von Kalifornien. Dann sagen Sie mal, woran wird es oder woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass so wenige Naturwissenschaftler in die Politik ziehen? Naja, es ist natürlich auch eine Art von Hochnäsigkeit mit dem Degout über das, was die Politik da macht. Mhm. Aber das halte ich echt für hochnäsig. Eigentlich sollten Naturwissenschaftler sich für dieses Erfahrungsfeld, das ist ein Erfahrungsfeld, interessieren. Da lernt man wahnsinnig viel. Ich habe in diesen insgesamt 2 Legislaturperioden Bundestag vieles gelernt, was ich im akademischen Bereich nie hätte lernen können. Das war richtig spannend. Darum beneide ich Sie. Also ich glaube natürlich, dass das sehr lehrreich ist. Sie haben aber dann doch den Weg zurückgenommen in die Wissenschaft. Und nun verlasse ich mal alle Überleitungen und komme direkt dazu, was ich Ihnen versprochen habe. Ich möchte jetzt mal über Ihr Buch sprechen, denn da steckt der Faktor 5, ist jetzt, ich zeige es einmal her, das ist hier keine Werbeveranstaltung, sondern einfach nur, weil es so prägnant und gut zu sehen ist und ich es auch tatsächlich mit großem Gewinn gelesen habe. Ich finde schon Faktor 4, dafür sind Sie ja unter anderem auch bekannt, sehr bekannt als Autor dieses Buches, das hat damals sehr eingeschlagen, 1995, und dieses erschien dann Faktor 5, 15 Jahre später. Gucken wir mal auf Faktor 4. Warum hat das so eingeschlagen? Worum geht es in diesem Buch? Der Untertitel war Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch. Ist das nicht schön? Mhm. Ich hatte den Plan, ein Buch mit diesem Titel zu schreiben. Da kam mein Freund Emery Lovins zu Besuch. Ich hatte ihn eingeladen nach Wuppertal. Und dann habe ich ihm von dem Plan erzählt. Und ich dachte, er ist ganz begeistert, weil es seine Denkweise ist. Dann merkte ich, er wurde immer grimmiger und melancholischer. Und dann fragte ich, sag mal, Emery, was ist los? Möchtest du vielleicht Co-Autor sein? Dann sagte er, ja. Aha. Und dann am nächsten Morgen trafen wir uns wieder. Dann sagte er, ja, also wenn ich Co-Autor bin, dann muss das Buch natürlich völlig anders geschrieben werden. Ich hatte ihm so das tentative Inhaltsverzeichnis erklärt. Es fing an mit einer Problemdarstellung. Und dann eine Analyse davon, warum die bisherigen Lösungsangebote alle nichts geworden sind. Und dann die daraus abgeleitete Forderung, wir müssen mindestens 4-mal so gut werden. Und dann ein paar Beispiele. Dann sagt er, nein, das kann man keinem Leser zumuten. First the good news. Das heißt, ihr müsst erstmal, also wir müssen jetzt 10 oder 50 oder 100 gute Beispiele zeigen, wie man um einen Faktor 4 besser werden kann. Und dann, wenn du Wert darauf legst, kannst du da hinten deine komischen Analysen noch reinschreiben. Also ähnlich ist ja auch das Buch Faktor 5 angelegt. Und ich muss sagen, dieses Lovins-Rezept, das hat gut funktioniert. Ja, ja, ich habe voll angebissen. Ich finde das sehr inspirierend. Die vielen guten Beispiele und vor allem, dass sie ein Gesamtbild erzeugen, das einen glauben lässt, wenn das alles zusammen passiert, dann kann es ja tatsächlich doch noch mal was werden mit der Rettung der Erde. Wir müssen da jetzt aber endlich klären, warum heißt das Faktor 4? Nehmen wir jetzt gleich mal das aktuellere Buch, Faktor 5. Was wollen Sie damit sagen? Was ist das für ein Programm, Faktor 5? Ja, zunächst mal muss ich durchaus erklären, steht auch im Vorwort, warum es nicht mehr Faktor 4 heißt. Der Hauptgrund waren die Chinesen. Das Faktor 4 wurde natürlich auch ins Chinesische übersetzt. Und dann haben mir die Chinesen das gezeigt und haben gesagt, in aller Höflichkeit natürlich, ein schrecklicher Titel. Laut ausgesprochen auf Chinesisch heißt das Faktor Tod. Und Sie können doch nicht ein optimistisches Buch mit dem Namen Faktor Tod schreiben.
4 ist die Unglückszahl auf Chinesisch, so wie bei uns die 13. Nenn es doch Faktor 8. 8 ist die Glückszahl. Ich meine, die Chinesen hatten ja Olympische Spiele zugesagt bekommen. Für das Jahr 2008 haben sie am 8.8.2008 begonnen, um 8 Uhr mit 8 Minuten Verspätung. Da haben sie jede Menge Goldmedaillen gekriegt. Das heißt, da ist Zauber drin. Gut, sie sind dem aber nicht gefolgt, sie haben es Faktor 5 genannt. Ich glaube, da gibt es nun doch sachliche Gründe, warum Sie denn nun die Zahl 5 gewählt haben. Jetzt sagen Sie uns am besten mal, warum? Was meinen Sie mit der 5? Was hat es mit der auf sich? Ja, also im Wesentlichen ist er also mit einem neuen Buchtitel und ein bisschen ehrgeiziger als das vorherige und im Übrigen politischer. Faktor 4 war politisch naiv, weil Amory Lovins politisch naiv war. Ich glaube, wir müssen noch grundsätzlicher. Um welchen Faktor geht es da? Ja, was wird da gespart? Wenn 7 Milliarden Menschen so leben würden wie die heutigen US-Amerikaner, dann bräuchten wir nach der Quantifizierung der ökologischen Fußabdrücke 5 Planeten Erde. Wir haben aber nur einen. Und wenn es uns gelingt, 5-mal so effizient zu werden im Umgang mit Wasser, Energie, Mineralien, Böden und so, dann können im Prinzip 7 Milliarden Menschen eine Lebensqualität, wie die heutigen US-Amerikaner haben, und dann sollen sie dabei gefälligst happy sein, und wir kommen mit einem Erdball aus. Ihr Programm ist also zu sagen, ja, es ist möglich, wir können mit einem 1/5 des Ressourcenverbrauchs auskommen und glücklich und zufrieden dabei leben. Was glücklich und zufrieden also heißt, können wir Familie ja noch besprechen, aber erstmal ein 1/5 würde reichen, um weiter fröhlich auf der Erde fortzuexistieren. Ja, ich meine, dann ist das letzte Kapitel, das geht dann über Genügsamkeit. Mhm. Denn auch ein Faktor 5 wird mühelos wieder verfrühstückt für zusätzlichen Konsum. Und wenn wir nicht gleichzeitig lernen, wann genug genug ist, dann verlieren wir trotzdem. Mhm. Oder wir brauchen einen Faktor 100 oder so. Und das wird dann doch sehr viel schwieriger. Ich schlage vor, bevor wir auf das trotzdem kommen und wie wir das Gewonnene dann gleich wieder verprassen, schauen wir erstmal an, wo holen Sie denn diese großen Effizienzgewinne her? Und Sie betrachten in diesem Buch 4 Branchen. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche. Viele Beispiele, die wir landläufig so kennen, die drehen sich um kleine Sachen, um Dinge, die wir als Konsumenten sparen können oder nicht. Das kommt auch vor, aber Sie richten auch mal den Blick auf Dinge, die man nicht so betrachtet. Die Branchen, die Bauindustrie, steht in diesem ersten Kapitel. Das hat mich erstaunt, die Zahl, die Analyse, die Sie vorlegen, dass 40% der globalen Treibhausemissionen durch die Bauindustrie, durch das Bauen von Gebäuden, Straßen, Brücken und Ähnlichem. Ja, plus der Nutzung der Gebäude. Und der Nutzung der Gebäude, okay. Also das Heizen. Heizen und Konstruieren und Heizen. Und Kühlen. Gut. Finde ich immer noch erstaunlich, insbesondere den Anteil der Konstruktion daran, den haben ja viele gar nicht so im Blick. Sie beschäftigen sich noch genauer mit der Zementherstellung. 8% der Weltemissionen an CO2 gehen zurück auf die Herstellung von Zement. Und das ist üblicherweise, habe ich alles von Ihnen gelernt, ich referiere das jetzt mal zügig, der Portland-Zement, und es gibt für Ihnen eine Alternative. Es gäbe einen anderen Zement, mit dem man ruckzuck Faktor 5 sparen könnte, 1/5 der Energie nur bräuchte. Wollen Sie etwas über diese Alternative sagen? Oh, gerne. Aber das sind jetzt schon 2 verschiedene Kapitel. Das erste ist einfach die Gebäude und hauptsächlich tatsächlich die Nutzung der Gebäude, also Heizen und Kühlen und so. Mhm. Und das zweite ist Industrie. Und da haben wir uns konzentriert auf die energieintensive Industrie. Denn die jammern ja immer, sagen, das ist bei uns physikalisch vorgegeben, wir brauchen so viel Energie, sonst müssen wir außer Landes gehen. Denn dort dürfen wir es dann wieder. Und deswegen haben wir Zement genommen.
Portlandzement auf der Basis von Kalkstein mit Wahnsinnstemperaturen, 1000 Grad oder mehr. Und also bei der Herstellung. Eher 1600 Grad. Und dann kommt der Zement tatsächlich raus. Das nennt man eben Portlandzement. Und nun haben meine australischen Co-Autoren, Charlie Hargroves, Michael Smith und andere, gesehen, dass man auch sogenannte Polymerzemente oder Polymere nehmen kann, die als Grundstoff, als Feedstock anstelle von Kalkstein eingesetzt werden können. Und die im Wesentlichen Abfallstoffe der normalen Industrie sind. Also zum Beispiel Hüttensand aus der Eisenherstellung. Das ist ein Abfallstoff, aber ein sehr wertvoller. Und wenn man Hüttensand anstelle von Portlandzement nimmt, da braucht man nur noch etwa ein Viertel der Energie. Oder Flugasche aus Kohlekraftwerken. Und noch verschiedene andere Stoffe. Oder Kaolin, das kann man bergmännisch abbauen. Also gibt es eine ganze Menge Alternativen, die diesen Aufheizvorgang einfach wegsparen. Im Wesentlichen, weil der vorher schon mal war. Oder übrigens Vulkanasche. Das kommt ja manchmal da von oben. Und die alten Römer haben Vulkanasche verwendet, um das Kolosseum zu bauen. Und sie nannten den Stoff, mit dem sie das gebaut haben, Opus Cementitium. Daher kommt das Wort Zement. Das ist also altsprachlich. Und die hatten da gar nicht solche Zementöfen. Das hätten die auch technisch gar nicht hingekriegt. Und das Kolosseum steht heute noch. Und das vergleichen Sie mal mit einer Betonbrücke mit Portlandzement, die vor 60 Jahren gebaut worden ist. Nun, das ist eine Katastrophe. Nun wird ja gegenwärtig in den Schwellenländern insbesondere unglaublich viel gebaut. Aber nehmen wir Deutschland nicht aus, auch in Deutschland wird weiter und weiter gebaut. Ich habe gestern gelesen, inzwischen wird der Sand knapp. Es gibt Länder, in denen die Strände verschwinden, weil dieser Sand in den Zement gemischt dann Beton ergibt. Dieses, also kein triviales, kleines Problem, sondern ein großes. Überall. Das wird mit dem Sand ist auch eine Journalistengeschichte. Okay, gut. Aber ich bin's ja, ich darf mir das ja erlauben. Es gibt in der Sahara ziemlich viel Sand. Aber vielleicht die falsche Körnung für unsere Sandstrände, das ist eine andere Frage, aber Sand gibt es wirklich ziemlich viel. Das ist immer die Frage, was man leicht erreichen kann und schnell mitnehmen kann, per Schiff oder aber sonst. Aber ich meine, wenn ein Journalist so eine Nachricht kriegt, dann macht er sofort eine Geschichte daraus, ja? Völlig klar. Ja, also, aber ich hoffe mal, ein Sandkörnchen Wahrheit oder ein paar mehr sind auch da dran. Es ist wohl kaum zu bestreiten, es wird sehr viel gebaut. Ich will ja eigentlich Ihre These stark machen. Wir sagen, warum reden wir hier über Zement im Körperforum? Weil das ein unbeachtetes, ein großer Anteil dessen ist, was die CO2-Emissionen erzeugt. Ist das so ein Beispiel und viele mehr, die wir jetzt nicht alle durchgehen können, kann man in Ihrem Buch zur Kenntnis nehmen. Stahlindustrie ist ein anderer großer Sektor. Und natürlich der Verkehr. Über den haben wir natürlich so als normale Leser schon oft etwas mitbekommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, der wichtigste Hebel, um Effizienzgewinne im Verkehr zu erzielen, ist die Reduzierung von Gewicht. Habe ich das richtig gesehen? Das ist nun Amory Lovins mit seinem Hypercar. Das braucht noch sowas wie 0,8 Liter pro 100. Und das ist ein Faktor 5 gegenüber der heutigen Flotte. Das Hypercar gibt es allerdings ja schon recht lange als Konzept und auch als Modell. Warum kommt da nichts so richtig in Schwung? Oder warum hat es so lange gedauert? Jetzt gibt es ein paar Elektroautos, die sind dann auch gewichtsreduziert.
Ja, also das hat einen zum Teil tragischen Grund. Wenn so ein Leichtauto, was vielleicht 250 Kilo wiegt, mit einem fahrbaren Panzer eines normalen deutschen Autos kollidiert, dann gewinnt der Panzer. Und deswegen braucht man außerordentlich starke Karosseriebefestigung mit Kohlefaser. Kohlefaserverstärkten Epoxidharzen. Mhm. Und damit kriegt man dann aber die Stabilität hin. Aber dieser Stoff ist ziemlich teuer und ist auch nicht so leicht zu schmieden wie Stahl. Also die Sache ist physikalisch machbar, technisch machbar, aber von der Manufaktur-Convenience her nicht sehr attraktiv. Und wenn es nicht einen richtigen Bedarf gibt, Energie einzusparen, dann macht man das nicht. Mhm. Wir sprechen einerseits über die gewichtsreduzierten Autos, die mit den Leichtbaustoffen, andererseits über Elektroautos. Das kann zusammengehen, muss ja aber nicht. Es kann natürlich auch ein Elektroauto mit einer Stahlkarosse geben. Ist denn die Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs, wenn wir den mal nehmen, ist das eigentlich ein richtiger Weg? Ist es ein Weg, um Effizienzgewinne, wie Sie sie erreichen wollen, Ressourcenschonung zu erreichen? Nein. Dieser Hype mit Elektroautos, der stammt aus drei Ländern, USA, Japan und China. Das sind alles drei Länder, die entweder real oder gefühlt der Meinung sind, sie seien tödlich abhängig von Ölimporten. Und das ist das eigentliche Motiv. Es hat nichts mit Umwelt zu tun. Es hat mit der Abhängigkeit von Ölimporten zu tun. Aber wenn es das falsche Motiv wäre, könnte es ja dennoch einen guten Effekt haben, dass man nämlich Ressourcen spart. Tut man das mit Elektroautos? Ich meine, die Amerikaner sind schon ganz happy, wenn sie aus einem Kohlekraftwerk die Elektrizität rausholen und ins Auto einspeichern. Dann wird viel mehr CO2 emittiert, aber das ist den Amerikanern völlig egal. Hauptsache, sie brauchen nicht so viel Öl zu importieren. Und auch in Deutschland kommt ein ganz großer Teil des Stroms weiterhin aus den Kohlekraftwerken. In den letzten 24 Monaten steigend. Ja? Und dann schwärmen alle von Elektroautos. Dazu kommt noch eine andere Geschichte. Das ist eine Journalistenschelte mal wieder. Die reale Elektromobilität, die es heute in Deutschland gibt, und erst recht die potenzielle, sind Elektrofahrräder, Pedelecs und solche Sachen. Das ist ungefähr 98% der gefahrenen Kilometer von Elektromobilität. Aber in den Zeitungen liest man fast ausschließlich über Autos. Warum eigentlich? Das Elektroauto ist ökologisch völlig uninteressant im Vergleich zum Pedelec. Der Oberbürgermeister von Tübingen, das ist mein Freund Boris Palmer, der ist bei den Grünen, der fährt als Dienstfahrrad, als Dienstvehikel mit dem Pedelec. Dann sagt er mir immer ganz stolz, und wenn ich mit dem Universitätsrektor einen gemeinsamen Termin irgendwo habe, bin ich immer viel früher da. Mhm. Das ist umweltfreundlich. Sagen Sie noch mal so zum Mit nach Hause nehmen in einem Satz, warum halten Sie nichts von Elektroautos? Warum sind die ökologisch nicht halte nichts davon. Sinnvoll? Ich war vor einiger Zeit mal in Untertürkheim und da wollten die mich fragen, was hältst du vom Elektroauto? Da habe ich gesagt, tja, also ich halte ökologisch gesehen nicht viel davon, aber ihr müsst das natürlich bauen. Und warum nicht? Warum halten zunächst Sie mal, warum müssen Sie es bauen? Weil die drei anderen führenden Autonationen, USA, Japan und China, die bauen das wie verrückt und ihr seid psychologisch abgemeldet, wenn ihr keine Elektroautos habt. Aber
bitte verkauft es nicht als Umweltschutz. Und das ist das, was mich an der Geschichte in Deutschland ärgert, aber genauso in Japan, dass die Leute so tun, als sei Elektroauto Umweltschutz. Und warum ist es das nicht? Weil heute, also erstens in Bezug auf Energieverbrauch, Primärenergieverbrauch, ist es eher mehr als ein Benziner. Mhm. Erst recht ein Diesel. Und wenn man den Strom nicht aus erneuerbaren Energien, sondern aus Kohlekraftwerken oder Kernkraftwerken nimmt, dann hat man den Ärger am Anfang des Prozesses. Nicht im Auto, sondern vorher. Aber die Produktionskette gehört zum ökologischen Problem. Da beißt keine Maus einen Faden ab. Und ich sage nicht, dass man nicht auf längere Zeit Elektroautos oder etwas Analoges machen kann. Audi hat hier vor 2 Jahren oder so etwas in Hamburg ein Power-to-Gas-Auto vorgestellt. Also, dass man Windenergie, die ja manchmal im Überschuss vorhanden ist, in etwas Ähnliches wie Erdgas verwandelt, im Wesentlichen Methan, und damit kann man das Auto treiben. Die Energiedichte von Gas und Öl ist deutlich höher als die Energiedichte in den Batterien. Das heißt, bei dem Elektroauto muss man immer furchtbar viele Kilogramm, also 100, 300 Kilogramm Batterie mitschleppen. Das ist auch wieder gegen das Prinzip von Amory Lovins mit dem Leichtauto. Gut, ich glaube, dann ist der Punkt jetzt klar. Und ich glaube, damit ist auch klar, dass Sie wahrscheinlich nicht begeistert sind über das neue Elektromobilitätsgesetz, das das Kabinett letzte Woche beschlossen hat. Es ist ein wirtschaftspolitisches Gesetz. Es wird nur immer als Umweltgesetz verkauft. Und da bin ich gegen Lügen. Mit Privilegien für Elektroautofahrer, ja. Busspuren können Sie benutzen. Und damit ich richtig verstanden werde, ich bin nicht gegen gute Wirtschaftspolitik. Ich bin nicht gut gegen gute Unternehmenspolitik. Aber ich bin dagegen, dass man die so frisiert gegenüber den Journalisten, als sei das Umweltpolitik, wenn es keine ist. Mhm. Gut, einige passen ja auf und kriegen es doch mit. Lassen wir mal das Elektromobilitätsgesetz beiseite. Ich muss das nochmal loswerden, weil ich dieser Journalist bin, der angeschmiert werden sollte. Also es geht ja um Fahrzeuge, die mindestens 30 Kilometer elektrisch betrieben fahren können müssen. Das steht in diesem Gesetzentwurf des Kabinetts. Ist auch richtig. Vielleicht ist es aber kein Zufall, dass solche Fahrzeuge zum Beispiel sind der Mercedes S500 als Plug-in-Hybrid und der Porsche Panamera S. Gut, dass die jetzt dann Busspuren bekommen sollen in unseren Städten. Wobei ein Bundesgesetz das natürlich nicht vorschreiben kann, sondern den Kommunen die Möglichkeit gibt, solche Busspuren freizuräumen. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich irgendwo in Deutschland geschieht. Und damit sind wir beim Ordnungsrecht. Ihr Buch hat 2 Teile. Das erste, ganz nach dem Rezept von Amory Lovins, zeigt den Leuten die tollen Möglichkeiten. Die begeistern sich für das, was alles möglich ist. Und jetzt kommen wir zu eigentlich Ihrem Anteil daran. Und was sind aber die Instrumente, mit denen man das erreicht? Das können wir bei fortgeschrittener Zeit nur noch leider, obwohl es ja Ihr Hauptgebiet ist, kurz behandeln. Aber eines dieser Instrumente ist schlicht was verbieten oder erlauben. Das Ordnungsrecht. Fällt Ihnen dazu ein gutes Beispiel ein, wo das in der deutschen Umweltgesetzgebung gut klappt? Ja, wir hatten vor 40 Jahren ganz üble Luft. Und dann haben wir die Großfeuerungsanlagenverordnung gemacht. Mhm. Also dass die Kohlekraftwerke aus ihren Schloten Stickoxide und zunächst mal vor allem Schwefeldioxid nicht mehr emittieren durften oder nur noch in winzigen Mengen. Das war reines Ordnungsrecht. Oder zum Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz, denke ich mal. Das kennen Sie von dem gelben Sack und alles, was per Müll wieder zurückfließen muss und eigentlich gar kein Müll ist, sondern ein Wertstoff. Ja, ja, aber das Wort ist eine Beschönigung. Also in europäischen Ländern
ist der Ressourcenstrom etwa 80% linear und 20% rezykliert. Mhm. Und das nennt man dann Kreislaufwirtschaft. Gut, also dann war das doch kein gutes Beispiel, aber es gibt jede Menge Ordnungsrecht da drin, scheint mir, ich wollte das ja auch nur illustrieren, also das wäre das eine Instrument. Und Sie haben gerade schon diese Feuerungsanlagenverordnung angesprochen. International geht man ja andere Wege im Rahmen. Aber lassen Sie mich doch noch was zum Ordnungsrecht sagen, weil ich finde das Ordnungsrecht an einigen Stellen wirklich nötig, ein Beispiel gesagt, aber die Dinge, die hier eigentlich drinstehen, zum Beispiel zur Mobilität, sind damit nicht gut zu fassen. Also eines der wunderbaren Faktor 5 Beispiele ist die Verminderung der Kilometerleistung der Logistik für die Herstellung von Erdbeerjoghurt. Am Wuppertal-Institut hatten wir eine fabelhafte Mitarbeiterin, Stefanie Böge, und die hat herausgefunden, dass bis der Erdbeerjoghurt auf dem Frühstückstisch landet, LKWs 8000 Kilometer kreuz und quer durch Europa sausen. Und das war betriebswirtschaftlich absolut rational, lauter kleine Molkereien dicht zu machen, alles in eine riesen Zentralmolkerei zu packen und das Problem auf die Straße zu verlagern. Schön. Das ist die Herausforderung. Die ordnungsrechtliche Antwort darauf wäre eine Erdbeerjoghurt-Transportintensitätsbegrenzungsverordnung. Das kann man natürlich machen. Ja. Aber man muss dann eben für Traubensaft und Regenmäntel und Damenstrümpfe und Kameras und so weiter auch noch jeweils so eine Verordnung machen. Das ist der helle Wahnsinn. Und erst wenn man sich das klar gemacht hat, dass das Ordnungsrecht zwar vielleicht zielgenau, aber absurd ist, dann fängt man an, sich über ökonomische Instrumente wirklich Gedanken zu machen. Und die sind dann der Kern hier. Danke für das Stichwort, ökonomische Instrumente. Wir haben ja schon das Kyoto-Protokoll angesprochen und jetzt wird es richtig kompliziert, denn das Kyoto-Protokoll hat ja als eines seiner Instrumente zur Reduktion des CO2-Ausstoßes des globalen den Emissionshandel, die Emissionszertifikate. Dem haben sich einige angeschlossen, zum Beispiel die EU. So viele mehr sind es auch nicht. Aber die EU und ein paar amerikanische Staaten haben es getan, Bundesstaaten. Und das Prinzip, wenn ich es jetzt hoffentlich richtig sage, ist ja das, dass ich mir das Recht erwerbe, an der Börse erhandle, mir kaufen kann, die Luft mit CO2 zu belasten. Klingt wie ein sehr, und wenn ich ein bisschen von diesen Scheinen übrig habe, ich habe mehr gekauft, als ich brauche für meine Produktion, dann kann ich die wieder verkaufen. Ich kann damit sogar geradezu Geschäfte machen, billig einkaufen, wieder verkaufen und alles so etwas. Immer mit dem Recht, CO2 zu erzeugen. Der Emissionshandel klingt wie ein sehr elegantes Instrument. Klar. Aber funktioniert nicht. Ja. Warum? Schlupflöcher. Was sind die Probleme gegenwärtig am Emissionshandel? Also eines haben wir da drin beschrieben. Es wurde dann die europäische Linking-Direktive, die Koppelungsdirektive verabschiedet, die einem Emittenten in Europa erlaubt, an anderen Stellen, in Paraguay oder in China oder so, so viel Äquivalent von CO2-Emissionen zu reduzieren, wie er hier auspustet, und das als Freibrief für seine Emissionen hier. Also in Paraguay wird ein Regenwald hochgepäppelt, ja. Und dafür hat man so und so viele Zertifikate, die kann man jetzt nach Europa verkaufen. Und die Chinesen haben eine viel ältere Kultur als die europäische und haben ziemlich viel Sachverstand. Und die haben Folgendes entdeckt. Nach dem Ozonschutz-Montreal-Protokoll
dürfen die Chinesen noch Ersatzstoffe für Fluorchlorkohlenwasserstoffe herstellen. Wir dürfen das nicht mehr. Und dann haben sie einen gefunden, das ist ein HFCKW, Wasserstoff noch mit drin zusätzlich. Und der hat eine Treibhauswirkung ungefähr 10.000 Mal mehr pro Molekül als CO2-Moleküle. Mhm. Und dann sind die Chinesen mit der Linking-Direktive zu den Deutschen gekommen und haben gesagt, wenn ihr uns aus diesem Plan dieses FCKW-Ersatzstoffes herauskauft, dann bauen wir das Ding nicht. Mhm. Und dann haben die Deutschen oder Belgier oder was auch immer gesagt, das ist ja wunderbar, das ist ja für uns viel billiger. Und das haben sie gemacht. Und da ist der CO2-Handelspreis abgesagt. Also die haben dafür dann diese Zertifikate bekommen, die Deutschen oder Belgier. Und dadurch ist der Marktpreis gesunken, weil sie plötzlich billig aus China zu haben waren. Da steht drin, dass im Jahr, jetzt habe ich es vergessen, 2008 oder so etwas, 50% des Treibhausgashandelsvolumens solche Schweinereien war. Denn die Chinesen, ich habe ja gesagt, die sind nicht dumm, die haben lauter solche Pläne aufgelegt und haben sich überall rauskaufen lassen. Und das war nach der Linking-Direktive erlaubt. Wir müssen jetzt mal schnell festhalten, Sie haben natürlich auch viele Freunde in China beraten, die chinesische Regierung, also da gibt es Dumme und weniger Dumme wahrscheinlich. Aber grosso modo wie man gesprochen. Geld macht. Ja, und im Übrigen. Aber halten wir vielleicht mal fest, Sie haben ja eingangs gesagt, Physik ist einfach. Jedenfalls im Vergleich zu Gesetzgebungsverfahren, wie wir sie gerade besprechen, kann man das beinahe unterstreichen. Das ist ein komplexes Gebiet. Ich glaube, wir können das jetzt nicht völlig aufdröseln. Ich meine, es war die deutsche Industrielobby, die wollte um jeden Preis diese idiotische Linking-Direktive. Ich war zu der Zeit im Bundestag. Weil Sie billig an Zertifikate natürlich antworten. Gut, halten wir das, vielleicht mal für den Moment fest. Es gibt den Emissionshandel als ökonomisches Instrument, wie Sie sagen. Da geht es um Geld. Man versucht irgendwie mit Geld zu regeln, dass es weniger CO2, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Ich habe ein Beispiel gefunden. Da geht es jetzt um den Wettbewerb. Was ist besser? Ordnungsrecht, Verbote oder Emissionshandel? Und das ist der Ausstoß von Schwefeldioxid. Das gab es schon lange vor dieser CO2-Debatte. Schwefeldioxid, wissen Sie vom Thema saurer Regen, wollte man nicht haben in der Luft, wird bei der Verbrennung von schwefelhaltiger Kohle und Öl freigesetzt. Und jetzt suchte man Instrumente, wie wird man das los? Die Amerikaner haben einen Emissionshandel dafür gestartet. Der hat in 20 Jahren minus 35% erbracht. Weniger, so viel weniger Ausstoß an SO2. Die Deutschen haben ein Gesetz erlassen und die haben in 16 Jahren 90% weniger Ausstoß erreicht. Worauf ich hinaus will, die Frustfeuerungsanlagenverordnung im Wesentlichen. Genau, die Sie schon angesprochen haben. Worauf ich hinaus will, ist dieses ganze Indirekte mit den Finanzinstrumenten irgendwas verteuern und Preise bilden am Markt nicht doch. Da gibt es zig Schlupflöcher, die Chinesen und andere, die Sie erwähnen, die da irgendwie Vorteile suchen. Ist nicht ein klares Verbot oder Gebot nicht doch besser? Ja, für das, was sich leicht festmachen lässt. Aber ich habe ja vorhin von Regenmäntel und Erdbeerjoghurt und so weiter erzählt. Mhm. Also wenn man da zu detailscharf wird, dann wird es ein bürokratisches Monstrum. Und es gibt ja in der EU seit 2 Jahren oder so die Energieeffizienzrichtlinie, die ist auch ein bürokratisches Monstrum. Da ist zwar die Grundsatzaussage sehr vernünftig, die Volkswirtschaften Europas müssen jedes Jahr um 1,5% energieeffizienter werden. Aber die Durchführungsverordnungen, die sind von der Güte dieser Erdbeerverordnung. Mhm. Und der ganze deutsche Mittelstand ist wütend auf die Energieeffizienzrichtlinie und das halte ich nun wieder für eine Tragödie. Mhm. Ich bin sehr für den deutschen Mittelstand, habe ich ja vorhin auch erwähnt, also vor allem Familienbetriebe und so weiter,
aber dass die ausgerechnet gegen das sind, was nach meiner Ansicht das eigentlich interessante, wichtige Ziel ist, das liegt an der falschen Administrierung des Problems. Und dann haben wir eben ein Kapitel da drin über, also nachdem wir das Ordnungsrecht so ein bisschen abgewatscht haben, ein Artikel über zwei verschiedene Sorten von ökonomischen Instrumenten. Das eine ist die von Ihnen genannten handelbaren Zertifikate und das andere sind Steuern. Nun hat sich die ganze Ökonomenzunft in den letzten 40 Jahren darauf verschworen, dass es muss alles immer handelbar sein. Und die haben immer gegen Steuern gewettert und immer für handelbare Zertifikate. Allokationspräzision, dummes Zeug, immer wieder. Und das steht in allen ökonomischen Lehrbüchern drin. Und dann haben wir geschrieben, nee, also in Bezug auf die Wirkung sind die im Wesentlichen äquivalent, aber in Bezug auf die Schlupflöcher nicht. Mhm. Die handelbaren Zertifikate sind die Einladung für Schlupflöcher. Und deswegen sagen wir, vernünftigerweise machen wir ein steuerliches Instrument. Aber das müssen wir so gestalten, und da kommt jetzt meine China-Geschichte herein, so gestalten, dass es für die Wirtschaft und die Gesellschaft absolut akzeptabel ist. Und der Gedanke, der dann in dem Kapitel 9 drin steht, den habe ich im China Council in Peking entwickelt, mit einer Gruppe von Chinesen zusammen, waren auch ein paar internationale Leute dabei. Ich war Vorsitzender einer Arbeitsgruppe des China Council über Economic Instruments for Energy Efficiency and the Environment. Und da haben wir vier verschiedene Instrumente entwickelt, die kommen jetzt auch langsam mehr und aber mehr. Aber vielleicht jetzt nur noch die ökologische Steuer im Moment, wenn Sie bitte nur die jetzt. Ja, die anderen lasse ich weg. Mhm. Aber das Wichtigste ist eine Empfehlung an China. Mach doch jedes Jahr die Energie oder das Wasser oder die Primärmineralien um so viel Prozent teurer, wie im abgelaufenen Jahr die gemessene, dokumentierte Effizienz zugenommen hat. Sodass das monatliche Geld, was man für die entsprechenden Energiedienstleistungen auszugeben hat, nicht zunimmt im Durchschnitt. Und das soll auf 50 Jahre festgeschrieben werden. Ein Ping-Pong. Steigt die Energieeffizienz, steigen die Energiepreise. Steigen die Energiepreise, steigt der Anreiz, die Effizienz zu erhöhen. Steigt die Energieeffizienz, steigen die Energiepreise. Und dieses Ping-Pong, das hat unsere Gesellschaft in den letzten 150 Jahren schon mal erlebt, aber mit einem anderen Produktionsfaktor, nämlich mit Arbeit. Steigt die Arbeitsproduktivität, steigen die Löhne, steigt der Rationalisierungsdruck. Steigt der Rationalisierungsdruck, steigt die Arbeitsproduktivität, steigen die Löhne. Und dieses Ping-Pong ist immer hin und her gegangen. Am Ende hatten wir eine Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität. Also ein geniales Ping-Pong. Nur, die Arbeiter gehen auf die Straße, wenn sie unanständig schlecht belohnt werden. Die Kilowattstunden machen sowas nicht. Mhm. Das heißt also, das muss der Staat machen. Und er muss das einfach beschließen. Oder die Europäische Union. Und dann müssen wir noch zwei Ausnahmen machen. Das eine ist für die armen Familien, also Arbeitslosengeld 2 und so. Da müssen wir einen Sozialsockel machen oder die entsprechenden Transfersätze etwas anheben. Und das Zweite ist für die energieintensive Industrie, die würde nämlich außer Landes gehen. Und das muss man verhindern. Und dafür gibt es eine wiederum geniale Idee, verwirklicht, aus Schweden, damals mit Luftschadstoffen, eine brutale Steuer auf Stickoxidemissionen, 40 Mal so hoch
wie die von der Atomlobby in Frankreich durchgesetzte Stickstoffsteuer, die die Kohlekraftwerke sozusagen zur Seite drücken sollte. Und dann hat die ganze schwedische Industrie aufgejault, hat gesagt, dann wandern wir aus. Und dann hat der Staat gesagt, nein, ihr sollt doch nicht auswandern, ihr sollt nur dieses Gift loswerden. Und jetzt machen wir Folgendes. Die Stickoxidsteuer, die wir von zum Beispiel der Stahlindustrie abkassieren, kriegt die Stahlindustrie 100% zurück. Das heißt, die Stahlindustrie verliert keine schwedische Öre oder Krone. Und dann waren die ganz happy. Und da gab es innerhalb der Stahlindustrie einen rasenden Wettbewerb. Wofür kriegen die das zurück, wenn sie dann irgendwie etwas... Ja, nicht pro Tonne Gift, das wäre ja idiotisch, sondern pro Mehrwert oder pro sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz oder irgendwas von der Art. Das heißt also, für das, was wir wünschen, das wird belohnt, fiskalisch oder durch einen Zuschuss. Und das, was wir nicht wollen, wird bestraft. Okay. Ich glaube, wir müssen mal diesen Weg jetzt hier abbrechen. Aber das war doch gerade sehr spannend. Ja, natürlich. Natürlich. Ich hoffe. Ich hoffe. Herr von Weizsäcker, ich habe in diesem Forum noch nie so lange über Gesetze und Instrumente und dergleichen gesprochen. Aber ich wollte natürlich Sie alle hier auch mitnehmen in die Gedankenwelt von Ernst Ulrich von Weizsäcker, den man landläufig vielleicht als Physiker kennt und der er ja auch ist, aber der sich natürlich in seinem beruflichen Leben sehr viel mit Gesetzgebung auseinandergesetzt hat, der die Ökosteuer erfunden hat, für Deutschland, nicht die, über die wir jetzt zuletzt sprachen. Also dafür stehen Sie vor mir und ich glaube auch vor vielen anderen da. In sehr gutem Licht übrigens. Ich möchte viele meiner Kärtchen beiseite legen, die sich auch noch um Gesetze und dergleichen drehen und jetzt mal auf die Grundsatzfragen kommen. Gut. Wir haben immer noch nicht grundsätzlich genug geredet. Sie wollen die Ressourceneffizienz erhöhen. Aber die Maschinenwirtschaft, die soll weiter dampfen. Hier Wachstum, das soll es weiterhin geben. Sie sind, wenn ich Sie richtig verstanden habe, nicht jemand, der sagt, das mit dem Wachstum ist von übel, wir müssen das Wachstum bremsen, das Wachstum schädigt uns. Nein, Sie sind pro Wachstum, Sie wollen es nur entkoppeln. Ja. Wie ist das zu verstehen? Also ich bin alles andere als ein Wachstumsanbeter. Ich bin nur Realist in Bezug auf die Prioritäten in der real existierenden Politik. Und das, was man so Wachstum nennt, das ist ja also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das hat zwei ganz wahnsinnig wichtige Eigenschaften, positive Eigenschaften. Mit dem Bruttoinlandsprodukt geht das Beschäftigungsvolumen. Also selbst wenn man etwas vollkommen Sinnloses macht, also eine Kohorte von 70% der Bevölkerung produziert irgendetwas und eine Kohorte von 30% zerstört genau das Gleiche. Aber es sind Arbeitsplätze. Ja? Und Arbeitsplätze ist die Währung, mit der in der Politik bezahlt wird. Das schlägt alles andere. Ja? Deswegen können wir nicht so ohne weiteres auf BIP verzichten. Und das zweite starke Argument. Das Bruttoinlandsprodukt. Und das zweite starke Argument ist Steueraufkommen. Also für Kindergärten und für Schulen und Polizei und Straßen und alles, da brauchen wir Geld. Und das Steueraufkommen geht auch ganz stramm mit dem BIP. Das heißt also. Sie glauben ja, das Wachstum, das kann es und muss es weiterhin geben, zum Beispiel für die Steuern? Nein, ich sage nicht, es muss es geben. Ich sage, die politischen Kräfteverhältnisse und Prioritäten sind so, dass jemand, der ideologisch und per se gegen Wachstum kämpft, der verliert, und zwar in der Demokratie. Und Ihr Trick ist ja jetzt, ja, das Entkoppeln.
Das müssen wir jetzt entkoppeln, ja. aber dramatisch. Und ja. Im Übrigen sagen wir dann zum Was Schluss, meinen Sie mit entkoppeln? Das wollte ich nur herausstellen. Und trotzdem sagen wir zum Schluss, und wir müssen auch mit dem Wachstum irgendwann aufhören. Mhm. Das ist diese Suffizienzgeschichte. Aber zunächst mal, was heißt Entkopplung? Ja, eben Faktor 5 heißt eine Entkopplung um einen Faktor 5. Also fünfmal so viel Wohlergehen für die gleiche Menge Ressourcenverbrauch. Mhm. Und also wir haben letzten Monat in der Volkswagen Stiftung eine wunderbare internationale Konferenz über Decoupling gemacht mit Leuten aus 5 Kontinenten. Und das wird mehr und mehr zum Magneten der Nachhaltigkeitsdiskussion. Dieses Konzept der Entkopplung. Das heißt, man kann Wachstum haben, aber nicht im gleichen Maße steigt etwa der Ressourcenverbrauch, ja. Wie das Wirtschaftswachstum steigt. Insofern kann man diese beiden Trends entkoppeln. Ja. Der Ressourcenverbrauch bleibt idealerweise sogar horizontal, der bewegt sich gar nicht in die Höhe, und das Wirtschaftswachstum, das kann. Ja, und da geht bei uns sogar richtig runter. Also, ja. Und der Hauptwachstumsimperativ kommt selbstverständlich aus den Entwicklungsländern. Mhm. Nun wird Ihnen vorgeworfen, das ist nicht das richtige Konzept. Es kursiert ja auch unter dem Schlagwort der Green Economy. Es kann so etwas wie ein grünes Wirtschaftswachstum geben. Dazu sagen etliche Kritiker, Wachstum gleich welcher Farbe bedeutet erhöhten Ressourcenverbrauch. Grünes Wachstum ist ein Widerspruch in sich. Wenn man technologisch nicht wirklich erneuert und politisch nicht eingreift, haben diese Kritiker recht. Aber der Hauptteil, also der zweite Teil dieses Buches, ist darüber, wie sorgt man dafür, dass was im ersten Teil geschrieben wird, Wirklichkeit wird und nicht bloß Blaupause bleibt. Wissen Sie, ich habe in Ihrem Buch einen Satz gefunden, den fand ich typisch. Der heißt, Verbraucher müssen Veränderungen im Hintergrund gar nicht bemerken. Das kam mir ein bisschen schwach vor, als ob Sie diesen Ressourceneffizienz erhöhen wollen mit allen möglichen Instrumenten. Die Verbraucher brauchen das gar nicht richtig mitzukriegen. Also sowas wie ein Bewusstseinswandel braucht es gar nicht. Habe ich Sie da falsch verstanden? Also wenn ich das so geschrieben habe, dann war das Unsinn. Haben Sie? Also einer hat es geschrieben. Ja, das können ja auch meine Australier geschrieben haben. Weiß nicht genau. Aber der richtige Kern davon ist folgende. Ich mache das mal ein Beispiel fest. Meine Familie und ich leben mit einer unserer Töchter und deren Mann und 3 Enkeln von uns und dann immer jede Menge Gästen in einem sogenannten Passivhaus. Und in Bezug auf die Luftqualität, die Luftfrische und so weiter, merken wir überhaupt nicht, dass wir jetzt in einem Passivhaus leben und vorher lebten wir in einem normalen Haus. Also das ist das, was ich damit meine. Man braucht es gar nicht zu merken. Aber das Thema Heizkosten ist aus der Familienunterhaltung verschwunden, weil es nicht mehr gibt. Ja? Das ist das, was ich wünsche. Okay, aber es gibt andere Felder in unserem Leben als Konsumenten, da müssen wir uns bewusst entscheiden. Und jetzt kommen wir auf Ihr Stichwort, das Sie schon ausgegeben haben, das der Genügsamkeit, so zum Schluss. Meine Damen und Herren, Sie sind auch gleich eingeladen zu Saalfragen, die dann vielleicht auch daran anknüpfen können. Jetzt geht es aber an Ihren Wohlstand. Jetzt sollen Sie sich bescheiden. Jetzt geht es um das Stichwort Genügsamkeit. Sie merken es also doch, dass Energie- und Ressourceneffizienz gefordert ist. Da gibt es zunächst mal einen Exponenten, Harald Welzer, der versucht, das positiv zu färben und sagt, das macht Spaß. Ressourceneffizienz macht Spaß, wiederverwenden, umnutzen, mitnutzen, diese geteilten Güter, Carsharing, die ganze sogenannte Sharing Economy, man teilt seine Wohnungen, Autos, Fahrräder, was auch immer, das alles macht Spaß. Das ist gar nichts, wo man sich bescheiden muss. Glauben Sie daran? Ist das der Weg?
Also Harald Welzer ist ein großartiger Prophet und ich finde es sehr wichtig, dass es solche Leute gibt, die solche Sachen sagen. Aber er wird sofort einräumen, dass man nicht so furchtbar gerne Zahnbürsten ausleiht. Das ist aber auch ein extremes Beispiel. Bitte schön, also auch Unterhosen und so. Aber ist das, sagen wir, sind diese Beispiele, die ich gegeben habe, sagen wir, machen die einen nennenswerten Anteil aus, zum Beispiel in der Mobilität, dass man sich das Auto teilt, dass 2, 3, 4 Personen, Also, die nicht so. Ich lebe jetzt in der Nähe von Freiburg und da gibt es ein Stadtviertel, das heißt Vauban. Waren frühere französische Kasernen, dann ist aber alles neu umgebaut worden, übrigens alles nach Passivhausstandard. Und da haben 4 von 5 Familien kein Auto. Nicht, weil sie zu arm dafür werden, das ist einer der reichsten Stadtviertel von Deutschland, sondern weil sie keins brauchen. Und natürlich haben sie Zugang zum Carsharing-Ring. Also wenn sie wirklich eins brauchen, um zum Beispiel ein Cello zu transportieren oder 20 Bierkästen oder irgend so etwas, dann haben Sie natürlich ein Auto. Also damit sagen Sie, es geht, es funktioniert. Meine Frage war, wird es einen nennenswerten Anteil ausmachen bei dem, was wir gesamtgesellschaftlich zu lösen haben? Ressourcen sparen, also, ist das eine richtig wichtige und nennenswerte Bewegung? Man müsste die deutschen Städte schon ziemlich umgestalten. Das kann 50 Jahre dauern, bis das sozusagen von allen akzeptiert wird. Und vorläufig ist einfach die erdrückende Mehrheit der Meinung, dass die Empfehlungen von Harald Welzer an ihrer Lebenswirklichkeit völlig vorbeigehen. Was ich sehr schade finde, denn ich finde, er hat irgendwo recht. Aber die Methode der Entkoppelung, wie wir sie hier drin vorschlagen, mit diesem sanften Preisanstieg ist natürlich immer auch ein Suffizienzsignal. Ein Mäßigungs... Genügsamkeit. Ja. Also das Wochenendjetten nach Teneriffa, das wird irgendwann absurd. Ich meine, für Welzer ist es schon heute absurd. Aber für viele Leute, die aus irgendwelchen Gründen da eine Finca haben, ist es überhaupt nicht absurd, sondern ganz normal. Und da gibt es auch Flugverbindungen, die sind ziemlich billig. Aber wenn auf einmal nicht mehr der Verdienst der Fluglinie, sondern der Kerosinpreis den Preis bestimmt, dann wird das absurd. Und dann entdecken die Leute auf einmal, dass Pilze sammeln im Sachsenwald genauso befriedigend sein kann wie nach Teneriffa düsen. Und da hat dann plötzlich, da kommt dann die Wahrheit von Welzer mit heraus. Aber das geht schleichend. Es wird langsam einfach unmodern zu verschwenden. Mhm. Leute entwickeln ihre täglichen Gewohnheiten immer in einer gewissen Kohärenz mit den Preissignalen. Es wird unmodern, speziell bei den jungen Leuten? Ja, oder? Bei denen ist es sowieso schon heute so, dass viele von denen das Eigentum am Auto ziemlich unsinnig finden. Mhm. Und da freue ich mich darüber, dass die junge Generation an der Stelle gescheiter ist als die Älteren. So, liebe junge Generation, jetzt seid ihr angesprochen worden. Jetzt können wir das Saalmikrofon zum Beispiel auch zur jungen Generation durchreichen oder an jede andere Generation auch. Jede Frage ist herzlich willkommen. Wir haben jetzt viele Gebiete berührt. Zuletzt das Thema Genügsamkeit. Ich dachte, vielleicht kommen da Fragen, die ich hier oben stellen könnte, sowieso von Ihnen. Ich kann nicht erkennen, haben wir schon? Ja, wir haben einen Fragesteller oder Fragestellerin. Sehr geehrter Herr Professor von Weizsäcker, ich habe eine Frage zu Ihrem grundsätzlichen Konzept der Energiewirtschaft
Wenn wir uns die Menschheitsgeschichte angucken, dann haben wir die Energiegewinnung am Anfang aus Holz, dann aus Kohle, dann aus Erdöl bis hin zur Kernenergie weiterentwickelt. Und in diesem roten Faden können Sie ein Grundprinzip erkennen, nämlich das Prinzip der gesteigerten Energieflussdichte. Das heißt, wir können mit jeder eingesetzten Kilogramm Materie mehr und mehr Energie gewinnen. Sollten wir nicht den Fokus darauf legen, diesen Prozess weiter voranzutreiben und zur nächsten Stufe dieser Energiegewinnungsmaschinerie gelangen? Und das wäre zum Beispiel die Kernfusionsökonomie, bei der wir dann noch einmal um einen Faktor 10 bis 30 mehr Energie pro eingesetzte Materie einsetzen und dadurch sogar Überschussenergie produzieren könnten, die wir dann einsetzen würden, um CO2 direkt in Erdöl umzuwandeln und so weiter. Also Stichwort wäre Fokus nicht auf effizient Nutzen, das heißt sparen, sondern effizienter produzieren. Ich habe nicht ausmachen können, wo Sie sitzen. Denn ganz hinten. Ganz hinten, ja gut. Eine oberflächliche Bemerkung ist, dass es nicht einen einzigen Energiekonzern der Welt gibt, der Geld in Fusionsenergie investiert. Es sind die Wissenschaftler, die Scientific Community, die will immer, dass Geld für Fusionsenergie fließt. Und das ist ja auch legitim. Man macht ja auch Hochenergiephysik mit dem Hadronenzerstörer in Genf und so. Aber die Legitimation, das hätte irgendwas mit Energieproduktion zu tun, ist falsch. Sonst würden die Energiekonzerne da auch mit einsteigen. Aber das ist eine oberflächliche Argumentation. Das eigentliche Problem ist natürlich auch physikalischer Natur. Sie brauchen ein Plasma mit Temperaturen in der Gegend von 100 Millionen Grad. Ja? Und Sie kriegen Neutronenflussdichten, die man sonst nirgends in der Natur findet. Und Neutronen gehen durch alle Materialien einfach so durch, sind praktisch nicht abschirmbar. Und Sie kriegen Mengen von radioaktivem Wasserstoff, Tritium, die jeden Physiologen erschrecken, wenn das nämlich alles in den Körper kommt. Das ist, benimmt sich ja wie normaler Wasserstoff. Und dann haben Sie plötzlich lauter radioaktive Zerfälle in Ihrem Körper. Ich sage nicht, dass man das nicht beherrschen kann, aber dieses zu beherrschen halte ich für, sagen wir mal, die gleiche Größenordnung von Schwierigkeit, die wir mit der Fissions-, der Spaltatomenergie haben. Und die rangieren wir ja jetzt aus, nachdem wir gemerkt haben, dass, obwohl Heerscharen von glänzenden Ingenieuren und Physikern sich um das Problem gekümmert haben, wir die Sache immer noch nicht im Griff haben. Und von daher vermute ich, das ist jetzt eine Vermutung eben, dass die Fusionsenergie in der Menschheitsgeschichte nie eine reale Rolle spielen wird. Ich will nicht behaupten, dass nicht irgendwann ein Fusionskraftwerk gebaut wird. Aber dann wird irgendjemand rechnen, wie viele Euro-Cents oder Dollar-Cents die Kilowattstunde kostet. Und das ist dann größenordnungsmäßig achtmal so viel wie das Einsparen von verschwendeten Kilowattstunden. Und dann sagen alle, es ist ökonomischer Unsinn. Ich glaube, wir müssen hier mal unterbrechen. Die Quote ist erfüllt. Die MINT-Quote, die es bei Körperveranstaltungen immer geben muss, die Teilchenphysik ist jetzt auch besprochen. Und hier gibt es noch weitere Fragesteller, die möchte ich einfach zum Zuge kommen lassen noch. Moment, ein Mikrofon. Ich habe eine Frage zu einem Konzept, welches sich die große Transformation nennt. Also Sie sind ja auch beteiligt an dem Potsdam-Memorandum, hieß das, glaube ich. Gab dann seit 2007 in Potsdam
Tagungen, Nobel Corps oder so ähnlich hießen die. Und dieses, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, die große Transformation, wer kennt das zufällig? Also ich kenne es. Also es geht um folgende Sache, es geht um einen Masterplan, in dem eine unter anderem, ist vom WBGU entwickelt, dem, wie heißt das, Wissenschaftlicher Beirat globale Umweltveränderung, das ist sehr, sehr schwierig, und es geht darum, dass im Grunde genommen eine sogenannte Zukunftskammer eingerichtet wird. Das ist nur eine der Teile dieses Pakets, die große Transformation. Und was jetzt meine Frage an Sie als Politiker wäre, ist es nicht so, dass im Grunde genommen durch so eine große Transformation, durch Einrichtung einer Zukunftskammer, wo bestimmte Experten aus dem Umweltwissenschaftsbereich auf sehr merkwürdige Weise ausgewählt werden, ist es nicht im Grunde genommen so, dass unsere verfassungsmäßige Ordnung, die aus Legislative, Exekutive und Judikative besteht, durch eine Kammer, durch so eine Joker-Kamera, wenn ich das mal so sagen darf, im Grunde genommen konterkariert wird. Das heißt, dass Änderung unserer verfassungsmäßigen Ordnung ist. Wie sehen Sie das? Gut. Die transformiert wird in dem Fall, glaube ich, die Gesellschaft. Von davon reden wir jetzt, ja? Ja, gut, aber die große Transformation, man muss ja vielleicht erst mal verstehen, was da transformiert wird. Mein verehrter älterer Bruder Karl Christian von Weizsäcker hat mit genau diesem Argument die Idee der großen Transformation richtig zerfetzt. Er hat in der Frankfurter Allgemeinen einen bösen Artikel darüber geschrieben, das sei Ökodiktatur und nicht verfassungskonform. Und das hat er richtig analysiert, genau wie Sie. Aber damit Sie, ist... Ich glaube, wir müssen wirklich der Mehrheit hier erst mal sagen, was dahinter steckt. Es geht um eine gesellschaftliche Umwelt. Ja, das wollte ich gerade erläutern. Ja? Also die Analyse von dem WBGU, Professor Schellenhuber und anderen, ist, wenn man einfach die demokratischen Mechanismen so weiterlaufen lässt, kriegen wir immer mehr Konsum, und irgendwann ein Riesenkollaps. Es geht einfach alles kaputt. Und das müssen wir verhindern, indem wir ein Staatsinstrument, ein Gesellschaftsinstrument einbauen, welches Langfristigkeit einklagen und durchsetzen kann. Das soll dieses zusätzliche Gremium werden. Das ist aber im deutschen Grundgesetz und in der US-amerikanischen Verfassung und in der thailändischen Verfassung nirgends vorgesehen. Und ist insofern demokratiewidrig. Und insofern hat mein Bruder recht und Sie vermutlich auch, das hat diktatorische Züge, autoritäre Züge. Trotzdem ist die Analyse dahinter von Schellenhuber verteufelt richtig. Dass wenn wir einfach so weiterwursteln und demokratische Mehrheiten dann mal schnell Tschüss zum Euro sagen oder Tschüss zu irgendeiner anderen Sache, die einem im Bauchgefühl nicht passt, dann kriegen wir Chaos. Und wir müssen was dagegen machen. Das ist die Herausforderung. Die Frage ist nur, A, wie soll die Struktur aussehen und dabei die Freiheiten, die wir ja alle genießen wollen, nicht zu sehr schmälern. Und zweitens, wie kann der Prozess aus einer parlamentarischen Demokratie in eine solche, in Bezug auf Langfristdiktate, autoritäre Gesellschafts- und Staatsform überhaupt stattfinden? Da wird es doch nie demokratische Mehrheiten dafür geben. Das sind ungelöste Fragen. Und deswegen bin ich nicht ein Verfechter der Dogmatik, wir bräuchten die autoritäre Staatsverfassung, um die Erde zu retten, sondern suche stattdessen fleißig, eifrig, Bundesgenossen sammelnd nach Möglichkeiten, die demokratiefähig sind, die freiheitsförmig sind, die Spielräume für Fantasie, auch für die jungen Leute und so offen lassen. Und dafür scheint uns
diese Idee mit der sanften Verteuerung der Zerstörungsleistung das freiheitsförmigste Instrument, was man sich vorstellen kann. Aber ob es das wirklich ist, weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es noch bessere Ideen. Das wäre jetzt eigentlich schon das ideale Schlussplädoyer. Aber wir nehmen jetzt bitte noch 2-3 kurze Fragen mit möglichst kurzen Antworten. Ich kann Ihnen das natürlich nicht vorwerfen, das war jetzt wunderschön. Aber alles ist endlich. Ja, was ich heute Abend gelernt habe, ist für mich vielleicht die Aussage, dass man zum Thema noch sagen könnte, was die Politik wirklich von Physikern oder von Wissenschaftlern lernen kann, ist einfach den Zeithorizont der eigenen Entscheidung zu erweitern, zu sagen, nicht mehr die 4 Jahre Legislaturperiode oder 5 sind wichtig, sondern dass wir in 100 Jahren noch zurechtkommen. Das muss ganz dringend sich verändern, das kann die Wissenschaft vielleicht den Politikern noch mal verdeutlichen. Und zum Frage Elektroauto habe ich noch einen Hinweis. Es gibt für alle möglichen Dinge wirklich intelligente Lösungen. Man muss sie nur konsequent zu Ende denken. Und Elektroauto ist energieeffizient deutlich höher als ein Verbrennungsmotor. Man muss nur aufhören, die Energie in die Batterien zu packen, sondern man muss sagen, wir fahren auf dem Stromnetz und stehen da nicht mehr im Stau, sondern bewegen uns im Stau mit 200 Kilometer pro Stunde, haben keine Unfälle mehr, weil alle auf der Schiene fahren. Und solche Lösungen gibt es. Die sind natürlich genauso verwegen, wie damals das Eisenbahnnetz zu bauen. Aber genau so könnte es aussehen. Gut, denkbar. Wir brauchen trotzdem auch Stromspeicherung. Denn der große Vorteil der veralteten Energie- und Stromformen, Kohle und Kernkraft, ist ja, dass sie Grundlast produzieren. Also das ist dauernd, eben auch an diesen Autobahnen, wo man dann sozusagen den Strom immer abgreift, da hat man einfach dauernd Strom. Bei Windenergie und Solarenergie geht das nicht so einfach. Das heißt, wir brauchen auch Speichertechnologien. Und wegen dieses Umstandes gibt es viele Leute, gerade in der Automobilindustrie, die sagen, ein Hybridauto ist eine bessere Lösung. Oder eben, wie vorhin von Audi erwähnt, Power to Gas. Das heißt, dass man zwar den Strom aus der Windenergie bezieht, aber das dann in Treibstoff verwandelt und das Ganze ist dann klimaneutral. Ich habe nur eine kurze Frage, ob Sie kurz Stellung nehmen können zu dem Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada, inwieweit das ja jetzt eigentlich die staatlichen Maßnahmen einschränkt. Das hat ja noch gefehlt, genau. Darauf habe ich irgendwie. Das ist eine absolut aktuelle und ungeheuer wichtige Frage. Das Kanada-Abkommen enthält noch den Investorenschutz. Und der ist Teufelswerk. Glücklicherweise hat Bundeswirtschaftsminister Gabriel und kurz nach ihm die designierte Handelskommissarin Malmström erklärt, Investorenschutz außerhalb des existierenden Rechtssystems darf es nicht geben, werden wir nicht ratifizieren. Und das ist ein Riesenfortschritt. Es gibt noch einen anderen Schwachpunkt. Das ist die von den Nordamerikanern, einschließlich Kanadiern, kommende Idee, dass Eingriffe des Staates nur auf der Basis von sogenannter Sound Science gemacht werden dürfen, während wir Europäer der Meinung sind, es muss das Vorsorgeprinzip gelten. Und ich bin da eindeutig Europäer. Denn Sound Science heißt im Wesentlichen, drückt man das mal jetzt mal fürs Klima aus, erst wenn die Wissenschaft bewiesen hat, dass dieses ständige fossile Brennstoffe verbrennen zu einer katastrophalen Veränderung der Atmosphäre führt, dann erst dürfen wir eingreifen. Also wenn es definitiv zu spät ist. Und das Vorsorgeprinzip heißt, wir dürfen auch schon vorher handeln. Und das müssen wir. Also da müssen wir noch aufpassen, dass Sigmar Gabriel und Frau Malmström und andere genau die gleiche Einsicht in die
Durchsetzbarkeit des Vorsorgeprinzips mindestens für den europäischen Raum beibehalten. Eine allerletzte Frage und dann verkneife ich mir dafür meine. Es war vorhin die Rede, dass Politiker und Naturwissenschaftler nicht häufig die gleichen Personen sind und die Politiker, die Dinge beurteilen sollen, die einen naturwissenschaftlichen Hintergrund haben, die sind ja auch ein bisschen arm dran manchmal in dieser Hinsicht und können solche Beratung gebrauchen. Sie haben nun beides. Und mich würde interessieren, wie dieses persönlich bei Ihnen sich auswirkt. Sind Sie in der Lage, naturwissenschaftliche Kontexte, zum Beispiel aus der Physik, wirklich noch inhaltlich zu verstehen? Oder nutzen Sie Ihre Expertise dadurch, dass Sie Physiker anschauen und Vertrauenswürdige von Scharlatan unterscheiden können, besser als es ein Politiker tun könnte, der nicht selber Physiker war? Oder nutzen Sie es dadurch, dass Sie vielleicht wie Frau Merkel einfach auf originelle Ideen kommen? Gut. In welcher Weise nützt es Ihnen, dass Sie Physiker waren im heutigen Politikerleben? Also ich kenne exzellente Juristen, die ein eher besseres Gefühl dafür haben, ob ihr Gesprächspartner glaubwürdig ist, als ich. Ich lasse mich viel leichter reinlegen. Und also da hat mir die Physik nicht wirklich viel genützt. Aber es gibt einfach fachliche Bereiche von der Gentechnik über die Fusionsenergie, über die Elektromobilität und so weiter, wo ich manches ein bisschen besser durchschauen kann als die Juristen. Aber das sind eher Spezialgebiete. Das kann man, kann ein guter Jurist oder Mediziner oder so auch lernen. Und also insofern, ich würde sagen, ich bin da nicht in irgendeiner Weise herausgehoben. Herr von Weizsäcker, ich finde es fast ein bisschen schade, dass Sie beim Berater beim International Panel for Sustainable Resource Management sind, bei der Behörde UNEP in Nairobi, irgendwo da im fernen Kenia, so wie ich Sie hier erlebe und wie Sie die Gebiete verbinden, wie gerade schon noch besprochen, Physik und Politik. Da wünsche ich Sie mir viel näher an der aktuellen Tagespolitik, immer noch mit Ihren lächerlichen 75 Jahren hier in Deutschland, in unserer Mitte. Flüstern Sie Herrn Gabriel so viel ein, wie Sie nur können und gerne auch noch Frau Merkel dazu. Das wäre mein Schlussplädoyer an Sie. Und dazu füge ich noch einen großen Dank an für Ihre inspirierenden Beiträge heute Abend und diese ganze sehr vitale Diskussion. Vielen Dank Ihnen und Ihnen, okay, meine Damen und Herren.